Hallo, 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 hier ist wieder Daily, deine Angeberdosis Tageswissen. Nee, andersrum. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Eine Katastrophe. Hallo Sascha. Ich bin der Sascha und das ist der Pujan. Ich bin verzweifelt. Pujan Gottvater auf Shoki bei Noki. Ja. Und wir erzählen heute vom 24. Februar, der ist heute, ja, was da so alles passiert ist. Weißt du, was da passiert ist? Da hat jemand Geburtstag. Und zwar am 24. Februar 1955 ist Steve Jobs auf die Welt gekommen. Auf die Welt gekommen? Ja. Nee, ist ja klar, wenn er Geburtstag hat. So sieht's aus. Ja. Wie heißt er denn? Wie sieht er aus? Sag mal, ja. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil Steve Jobs kennt jeder. So. Dieser Apple-Kult, der wird ja überall gelebt und hin und her. Auch eine super witzige Geschichte. Es gibt ja schon seit Generationen, seit Jahren gibt es dieses verfeindete Lager zwischen Apple-Jüngern und allen anderen. Das ist wie beim FC Bayern. Ja, so, ja genau. Bayern gegen... Alles. Gegen alles, genau. Köln gegen Düsseldorf und Apple gegen Star Wars und so, klar. Genau. Stephen Paul Jobs, wie er eigentlich hieß, ist ja leider auch verstorben, wurde in San Francisco in Kalifornien geboren und starb leider im Alter von nur 56 Jahren. War ein Visionär und hat unsere Welt tatsächlich nachhaltig verändert. Yeah. Angefangen mit dem Mac, mit Steve Wozniak. Er war ja the brain dahinter. Ne? Und weißt du, wie die eigentlich auf den Namen Apple gekommen sind? Weißt du nicht, ne? Ich zeig dir mal das erste Logo, das es von der Gründerzeit aus gab. Und das erklärt auch, wie sie auf Apple gekommen sind. So, zapp, zapp. Also. Wir sehen hier Sir Isaac Newton, der angeblich, also so sagt es die Mythologie, auf die Idee mit der Schwerkraft gekommen ist, weil er unter einem Baum saß, unter einem Apfelbaum, und ein Apfel ihm auf den Kopf gefallen ist. Und aus dem Grund haben Steve Jobs und Mr. Wozniak haben sich dazu entschieden, diesen Apfel als Symbol dafür zu nehmen. Das war das erste Logo und dann später kam halt dieser angewissene Apfel dazu. Was er alles weiß. Gebrüder Mongolfi. Mensch. Ja, aber am 24. Februar, da verlobten sich auch Lady Di und Charles. Prinz. Also damals hieß sie ja noch Diana Spencer. Okay. Ja, und er hier Prinz Charles. Die Tochter von Bud Spencer. Nee, die Cousine von Terence Hill. Von Terence Spencer. Ja, genau. Ja, das war 1981. Von Hello Spencer. 1981, wie alt warst du da? Zwei im Sinn. Nur 8 warst du. Okay. Nee, warst du doch 8, oder? 73er Baujahr bist du doch. Ja. Sag ich doch. Richtig. Ja, genau. Ich hab doch ja gesagt. Ja, ja. Guck also mal hier, Charles. Die haben es natürlich nicht lange ausgehalten, ne? Weiß man ja. Ich bin übrigens ein hervorragender Charles-Imitator. Allerdings nur visuell. Soll ich mal zeigen? Hammer, oder? Original, Prinz Charles. Ja, das war's schon. Ja, super. Hast du richtig gut gemacht. Ja, ich habe für diese Rolle immer nur 2 kannst, Sekunden Auftritt. Das kannst du. Kommen wir zum nächsten. 24. Februar 1786 ist Wilhelm Grimm gestorben. Wilhelm 1786. Grimm, einer der Gebrüder Grimm, ist da leider verstorben. Hier sehen wir das Denkmal in Karlsruhe, glaube ich, ist das. Nein, in Hanau, oder? In Hanau, entschuldige, ja. Du hast recht, in Hanau. Und er und sein Bruder Jakob haben zwischen 1812 und 1815 die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen herausgebracht. Und wer ist der Ältere? Ja, eigentlich ist es eine 50-50-Chance. Ich kann jetzt irgendwas sagen. Ist es der Willi oder ist es der Jakob? Jonathan. So, weißt du, auf wie viele Märchen sie gekommen sind insgesamt? Wie viele Gebrüder Grimm-Märchen kennst du? Zähl mal auf. Wie ich kenne? Ja. Einfach mal rausgehauen. Boah. Titel. Allerlei Rauch. Allerlei Rau heißt die eine. Hat es eine? Komm. Hänsel und Gretel. Das goldene Kalb. Das goldene Kalb? Nee, das goldene. Der Froschkönig. Das goldene Kalb. Komm weiter, Zeit läuft. Warte mal, was denn für eine Zeit? Seid ihr ja schon auf mehr als 3 gekommen? Ja, ich heiße mehr. Ich hab schon mal da mich damit beschäftigt, aber
Ich weiß, ich komme gar okay. nicht drauf. Aber nah dran, du hast fast alle, hast du aufgezählt? Nein, es sind 500, insgesamt nämlich 210 Märchen, 210. Die sie zusammengetragen haben. Ja. 210 Märchen. Aber der was sind jetzt, der Willi oder der Jakob, der Ältere? Jakob. Richtig, der Jakob ist der Ältere. Ja. Ich glaube jedenfalls. Ja, Jakob müsste der Ältere sein. Ja. Gut. Ja, das war jedenfalls am 24. Februar 1786. Ja. Das war der 24. Februar hier heute. Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen mit Pui. Was ist das denn? Ja, das ist er nochmal. Das ist Wilhelm Grimm. Ja, sag's einfach genau. Deine Tagesdosis Angeberwissen mit Pujan und mit Sashi. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 25. Februar. Bis dann, macht's gut. Ciao.